Also ein 27-jähriger Mann war mit seinem Mini auf der A656 von Mannheim in Richtung Heidelberg unterwegs. Gegen 7.30 Uhr fuhr er im dortigen Baustellenbereich einem vorausfahrenden Skoda hinten auf und dadurch war natürlich dann die Fahrbahn zunächst blockiert. Im Anschluss haben Verkehrsteilnehmer, die quasi dann im Rückstau warten mussten, auf der Fahrbahn gewendet und sind entgegen der Fahrtrichtung dann, wollten diese die Autobahn wieder verlassen. Durch Kollegen der Autobahnpolizei konnten diese dann festgestellt werden und die Verkehrsteilnehmer, die dort entgegen der Fahrtrichtung dann fuhren, erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Also dieses Wenden auf der Autobahn ist mit 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot bewährt. Wie viele Fahrzeugführer wurden denn dann festgestellt? Von wie viel wurde auch die Personalien aufgenommen? Und zu wie viel wird auch eine Anzeige dann erhoben werden? Also zunächst war hier mal den Kollegen wichtig, dass quasi jede Gefahr von anderen Verkehrsteilnehmern abgewendet wurde. Deswegen wurden dort vor Ort zunächst keine Personalien erhoben. Allerdings ist man nun daran, die Verkehrskameras, die Aufzeichnung der Verkehrskameras auszuwerten und die Verkehrsteilnehmer, die darauf erkennbar sind und entgegen der Fahrtrichtung fuhren, die werden nun natürlich in jedem Fall ein Bußgeld entgegensehen. Wurde die Polizei informiert über diesen Vorfall? Sind die speziell zu diesen Falschfahren gerufen worden, weil sie gezielt auch an diese Stelle gefahren sind? Also die Kollegen der Autobahnpolizei wurden zu dem Unfall dort gerufen und auf der Anfahrt dorthin war ein Fahrzeug, das auch zur Stauabsicherung dorthin beordert wurde, haben dann festgestellt, die Kollegen, dass dort tatsächlich dann Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung fuhren. Sie haben dann dort zur Stauabsicherung diese Fahrzeuge natürlich gestoppt und dann wieder in die korrekte Fahrtrichtung von der Autobahn runtergeleitet. Warum hat man dann die Fahrzeuge nicht in die dortige Baustelle hineingeleitet? Die Fahrzeuge haben ja auch mitten auf der Fahrbahn gedreht. Wäre das nicht einfach gewesen, die Fahrzeuge in die Baustelle reinzuordern und dann in aller Ruhe die Personalien aufzunehmen? Weil ich denke, im Nachhinein wird es auch schwierig sein, nachzuweisen, wer dieses Fahrzeug, das jeweilige Fahrzeug gesteuert hat. Ja, also die Ermittlungen hierzu zu der Feststellung der einzelnen Fahrzeugführer dauern derzeit noch an. Zunächst einmal ging es tatsächlich darum, jegliche Gefahr von anderen Verkehrsteilnehmern und den betroffenen Verkehrsteilnehmern auch abzuwenden. Aus diesem Grunde wollte man sehen, auch eben um die Leichtigkeit des Verkehrs nicht weiter zu behindern, die Fahrzeuge schnellstmöglich von der Autobahn herunterzubekommen. Und die Ermittlungen jetzt im Nachgang der einzelnen Fahrzeugführer dauern jetzt derzeit noch an.